Es ist Ihr Höhepunkt des Jahres. CHIO Aachen, das Weltfest des Pferdesports. Hier geht es um was. Das Thema Leistung auf Knopfdruck. Ihr Thema. Mit Druck umgehen können will gelernt sein. Und zum Lernen sind Sie da. Das Podium hochkarätig besetzt. Einige Stunden vorher. Die Dressurtalente treffen sich zum Workshop. Um ihnen möglichst viel mit auf den Weg zu geben, der sie nach oben führt, setzt die Akademie bei den zentralen Themen an. Sportpsychologin Gabi Bussmann vom Olympiastützpunkt Westfalen arbeitet mit den Talenten an ihrer mentalen Stärke im Wettkampf. Sie hat uns erzählt, wie wir mit Druck besser umgehen können. Aufregend ist immer wieder, dass man gerade Erfolge und Momente, die man so schnell wieder vergisst, immer in den Hintergrund landen, dass man die halt nochmal so aufleben lässt. Wie man lernt, an seine Stärken zu glauben und die Schwächen eher in den Hintergrund zu stellen. Und wie man dann somit halt auch lernt, an sich und an sein Pferd zu glauben und dann bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Halla heißt der Raum, in dem sie sich treffen. Benannt nach der Wunderstute von Springreiterlegende Hans-Günther Winkler. Das Thema Psychologie und Leistungssport trifft scheinbar auch den Nerv der Mentoren der Deutschen Bank. Das ist deshalb ein recht spannender Workshop, weil man sich sehr intensiv mit sich selber beschäftigt, sich seine Stärken bewusst macht. Man wird da einfach so ein bisschen geerdet dadurch und ist konzentrierter und geht bedachter an die Sache natürlich heran. Und das ist schon eine coole Sache. Über Leistung auf Knopfdruck tauschen sie sich auch auf dem Podium aus. Mittendrin Steffi Nerius. Ihr Thema, die Karriere nach dem Hochleistungssport. Ich finde es toll, auch vielleicht durch die Kontakte auch als ehemalige Leistungssportlerin, dass man immer wieder auch eine Chance bekommt, nochmal was anderes zu machen. Und das finde ich total spannend gerade. Ja, was das bringt erstmal ziemlich viel. Auf der einen Seite haben wir ein ganz tolles Mentorenprogramm, was die Deutsche Bank bietet. Dann haben wir ja auch noch dieses tolle Mini-Menti-Programm, ein super Projekt, was einfach auch total gut fruchtet und wo wir alle sehr, sehr, sehr dankbar sind.